Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen auf der Regierungsbank, Hohes Haus und vor allem geschätzte Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Vor einem Jahr habe ich bei meiner Budgetrede gesagt, dass diese mit dem Budget die budgetäre Antwort auf die Krise ist. Heute wissen wir, es war die richtige Antwort. Es war eine Antwort, die Österreich gut durch diese Krise geführt hat. Das Budget, das wir Ihnen heute vorlegen, ist eine Ansage Richtung Zukunft. Mit diesem Budget wollen wir Aufschwung, Stabilität und Nachhaltigkeit für Österreich ermöglichen. Wir sind alle gemeinsam durch die Pandemie gegangen und jetzt gehen wir hoffentlich mit neuer Kraft und Optimismus in eine erfolgreiche Zeit für unser Land. Und je schneller wir die Pandemie hinter uns lassen, umso schneller kommen wir wieder zu gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und auch budgetärer Stabilität. Und es liegt dabei an jedem und jeder Einzelnen von uns, wie schnell sich die Wirtschaft erholt und dadurch auch Arbeitsplätze gerettet werden können. Mit der Impfung hat die Menschheit nicht mal ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie ein wirksames Gegenmittel erhalten. Und das ist ein Erfolg einer globalisierten und vernetzten Welt und es ist vor allem ein Erfolg der Wissenschaft, für den wir alle wirklich sehr dankbar sein können. Aber diese Errungenschaft hilft natürlich nicht, wenn nicht alle Menschen, die das könnten, dieses Angebot auch in Anspruch nehmen. Wir wissen, dass die Impfung wirkt. Wir sehen das auch bei der Auslastung der Intensivstationen, wo kaum Menschen behandelt werden müssen, die eben geimpft sind. Und gerade vor dem Winter appelliere ich daher an alle, die sich impfen lassen können, diese Option auch wahrzunehmen. Denn dieser Stich kann nicht nur ihr eigenes Leben oder das anderer retten, sondern auch Arbeitsplätze und Unternehmen in Österreich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir alle sind im letzten Jahr in dieser Pandemie Zeitzeugen geworden. Hinter uns liegt die schwerste Gesundheits- und Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg und das spiegelt sich neben vielen anderen Faktoren natürlich auch im Budgeterstellungsprozess wider. Üblicherweise legt ja die Regierung jedes Jahr ein Budget vor. Durch die Pandemie waren wir aber gezwungen, immer wieder Anpassungen und Adaptierungen nach oben hin vorzunehmen. Und es waren außergewöhnliche Maßnahmen in diesen außergewöhnlichen Zeiten erforderlich. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat im April 2020 im Deutschen Bundestag gesagt, Zitat, wir werden in ein paar Monaten einander wahrscheinlich viel verzeihen müssen. Und ich halte das für eine ganz wichtige Aussage, die natürlich auch heute noch gilt. Denn gemeinsam haben die verschiedenen Verantwortungsträger in der Politik in den vergangenen zwei Jahren Entscheidungen treffen müssen, die große Auswirkungen auf die Menschen, auf die Arbeitsplätze und Unternehmen in diesem Land gehabt haben. Und viele von diesen Entscheidungen sind hier im Parlament auch gemeinsam mit Regierungsfraktionen und Oppositionsparteien getroffen worden. Und auch dafür möchte ich mich heute noch einmal bedanken. Haben wir in diesen schwierigen Zeiten nur richtige Entscheidungen getroffen? Wahrscheinlich nicht. Das muss man auch offen zugeben. Was wir aber heute mit Sicherheit wissen, ist, dass 100% falsch jene gelegen sind, die schon immer alles im Nachhinein besser gewusst haben. Denn sie agieren oft wie jene, die die Feuerwehr für den Wasserschaden kritisieren, nachdem der Brand gelöscht worden ist. Es gab nämlich keine Blaupause für Corona, die man heranziehen hätte können. Und ja, auch wir in der Bundesregierung und alle Verantwortlichen in dieser Zeit, wir alle hatten Lerneffekte in dieser Pandemie. Wenn man sich aktuell einzelne Wortmeldungen anhört, dann ist das vielleicht nicht für alle immer selbstverständlich. Denn nicht nur manche politische Parteien, sondern auch all jene, die noch immer das Virus verharmlosen und die Impfung schlechtreden,
sollten sich vielleicht an die Berichte aus Italien erinnern, die Bilder, die wir damals gesehen haben, die Entscheidungen, die Ärzte dort treffen mussten über Leben und Tod. Und so tragisch jeder und jeder einzelne Covid-Tote auch hier in Österreich war, das Gesundheitssystem war in Österreich nie auf diese Weise überfordert. Und diesen Kollaps unseres Gesundheitssystems zu verhindern, das war, ist und bleibt in jeder Pandemie die oberste Prämisse, meine sehr geehrten Damen und Herren. Um das zu gewährleisten, waren harte Einschneidungen und Entscheidungen notwendig. Und wir als Bundesregierung haben diese Entscheidungen auch getroffen. Wir haben uns nicht vor der Verantwortung gedrückt. Und ich glaube, genau das ist es auch, was sich die Bürgerinnen und Bürger jedes Landes zu Recht von ihrer Politik in einer Jahrhundertkrise auch erwarten können. Noch nie gab es in der Geschichte der Zweiten Republik ein so dichtes Netz aus Bundes-, Landes- und Gemeindehilfen wie in dieser schwierigen Zeit. In der Vergangenheit gab es ja immer wieder Kritik am Staat, am Föderalismus, an der Verwaltung, am Förderwesen. Und der von manchen viel gescholtene Föderalismus hat Österreich aber unter anderem wesentlich besser durch diese Krise gebracht, als das in anderen Ländern der Fall gewesen ist. Denn ohne die Initiativen von Ländern und Gemeinden, ohne das Engagement der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wäre es auch nicht möglich gewesen, so rasch und effektiv zu helfen, den Aufbau und Betrieb von Test- und Impfstraßen umzusetzen. Ohne diese föderale Struktur hätten wir niemals in so kurzer Zeit so viel geschafft. Und ich hoffe, dass sich auch die Pauschalkritiker am Föderalismus daran erinnern werden, was dieser geleistet hat in dieser schwierigen Zeit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals explizit bei allen bedanken, die mitgeholfen haben. Bei allen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ressorts, im Parlament, in den verschiedenen Verwaltungseinheiten. Danke für Ihren Einsatz in dieser schwierigen Zeit für Österreich. Sie haben den Menschen in dieser Zeit mehr geholfen, als das viele für möglich gehalten hätten. Vielen Dank nochmals. Insgesamt hat alleine die Bundesregierung mehr als 200 Hilfsmaßnahmen ins Leben gerufen. Und seit dem Marshallplan hat es in Österreich kein größeres Hilfspaket gegeben. Bis dato hat der Bund über 40 Milliarden Euro ausbezahlt oder eben rechtsverbindlich zugesagt. Dadurch konnten im Jahr 2020 bis zu 350.000 Arbeitsplätze gerettet werden. Am Höhepunkt der Krise wurden allein durch die Kurzarbeit rund 1,2 Millionen Arbeitsplätze gesichert. Und die vielen Unternehmen, die von den anderen Maßnahmen profitiert haben, erwähne ich in dieser Hinsicht auch noch explizit. Knapp über 790 Millionen Euro haben die Gemeinden für kommunale Investitionspakete abgerufen. Dieses Paket war zweifellos einmalig in der Geschichte der Zweiten Republik. Und diese Unterstützungen des Staates sind auch die Basis für den wirtschaftlichen Aufschwung, den wir derzeit erleben. Das Wirtschaftsforschungsinstitut prognostiziert für heuer ein Wachstum von 4,4%. Zur Erinnerung, im März waren es noch 1,5%. Und das ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Maßnahmen in die richtige Richtung gegangen sind. Auch für das kommende Jahr gibt es sehr gute Wachstumsaussichten mit 4,8%. Dieses Hilfspaket in historischer Dimension hat auch eine neue Dimension für das Budget mit sich gebracht. Die Einnahmen des Gesamtstaates sind 2020 um 5,4% gesunken. 2021 rechnen wir mit einem starken Aufholeffekt und damit einem Anstieg von 6,9%. Im Gegenzug sind die Ausgaben vergangenes Jahr um 12,1% gewachsen. Heuer werden sie noch um weitere 2,5% steigen. Nach dem Rekorddefizit des Bundes von 22,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr rechnen wir heuer, abhängig vom Pandemieverlauf, mit einem ähnlich hohen Defizit. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Schuldenquote des Staates. Das geltende Budget vom Frühjahr ging aufgrund der Covid-Krise noch von einem Anstieg der Schuldenquote auf 89,6% aus. Aufgrund dieser
Rekordverschuldung sind in manchen Interviews, Kommentaren und anderen Zeitungsmeldungen auch immer wieder Vergleiche zu Bruno Kreisky gezogen worden und seiner Politik, die auch sehr viel Geld gekostet hat. Es gab aber einen wesentlichen faktischen Unterschied, was die Budget- und Schuldenpolitik betrifft. Denn zu dem Zeitpunkt, als der berühmt gewordene Spruch gefallen ist, dass ein paar Milliarden Schulden weniger schlaflose Nächte machen als ein paar hunderttausend Arbeitslose, da betrug das Wirtschaftswachstum in Österreich plus 5,4%. Und zwischen 1976 und 1980 gab es ein durchschnittliches Wachstum von mehr als 3% pro Jahr. Zum Vergleich, 2020 ist die österreichische Wirtschaft um minus 6,7% eingebrochen. Und daher sage ich, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Schulden zu machen, um zu helfen, das ist legitim. In Wachstumsphasen permanent Schulden zu machen, ist Bequemlichkeit zulasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und das ist sicher nicht unser Weg, meine sehr geehrten Damen und Herren. Anders als vielleicht Regierungen in anderen Ländern werden wir daher nicht so tun, als ob wir keine budgetäre Verantwortung für die nächste Generation hätten und daher unsere Lehren aus der Krise ziehen. Eine dieser Lehren ist, dass eine nachhaltige Budgetpolitik und der Weg des konsequenten Schuldenabbaus die beste Vorsorge für künftige Krisen sind. Die konsequent sinkende Schuldenquote unter Bundeskanzler Kurz war kein Selbstzweck. Sie ist notwendig, um Spielräume für die Herausforderungen der Zukunft zu schaffen. Unsere nachhaltige Budgetpolitik der vergangenen Jahre hat nicht nur die erforderlichen Hilfspakete ermöglicht, sie ist auch ein wesentlicher Grund dafür, warum sich Österreich immer noch zu sehr, sehr günstigen Konditionen auf den Finanzmärkten finanziert. Selbst im Krisenjahr 2020 lag die effektive Verzinsung unserer neu aufgelegten 10-jährigen Staatsanleihen bei durchschnittlich minus 0,177%. Aktuell zahlen wir für die Schulden des Bundes voraussichtlich 3,6 Milliarden Euro. Vor 10 Jahren waren das noch 7,1 Milliarden Euro. Aber was passiert, wenn die Zinsen irgendwann wieder steigen? Etwa weil sich die Zentralbank auch genötigt sieht, um die Gefahr höherer Inflation zu bekämpfen, die Schulden und damit die Zinsen zu erhöhen. Ein Zinsanstieg um 0,5% würde die Kosten für unsere Schulden bereits im nächsten Jahr um 120 Millionen Euro erhöhen. Und wenn die Folgen eines Zinsanstieges schon für Österreich so deutlich spürbar sind, was ist dann mit Staaten, die noch eine wesentlich höhere Staatsverschuldung haben als Österreich? Italien, Frankreich oder Spanien, um einige zu nennen. Eine mittelfristige Senkung der Schuldenquote ist daher wichtig. Nicht, weil es ums Prinzip geht, auch nicht, damit sich einige sogenannte frugale Staaten in Europa durchsetzen, sondern aus Sorge um die Bürgerinnen und Bürger und den Wohlstand in den Ländern und aus Vorsorge für die nächste Krise, meine sehr geehrten Damen und Herren. Daher werden wir in Österreich nach der Krise wieder zu einer nachhaltigen Budgetpolitik zurückkehren. Das starke Wachstum hilft uns dabei und wir müssen alles tun, um diesen Aufschwung auch nachhaltig zu gestalten. Wir gehen davon aus, dass bereits Ende des Jahres die Schuldenquote bei rund 83% liegen wird. Von 2022 bis 2025 peilen wir eine sukzessive Reduktion der Schuldenquote Richtung knapp über 70% des BIP an. Und aus heutiger Sicht ist mit Ende des Finanzrahmens 2025 sogar ein strukturelles Nulldefizit möglich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte hier nicht falsch verstanden werden, denn Schuldenabbau heißt nicht gleich Sparpaket. Es heißt, gezielte Schwerpunkte zu setzen, statt das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mit der Gießkanne auszugeben. Und die ökosoziale Steuerreform ist so ein Schwerpunkt.
Wir haben uns in der Bundesregierung gemeinsam dazu bekannt, gerade vor dem Hintergrund der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, die größte Transformation des Steuersystems in dieser Zweiten Republik einzuleiten. Wir verfolgen damit vier große Ziele. Erstens, arbeitende Menschen zu entlasten. Zweitens, Anreize für umweltfreundliches Verhalten zu setzen. Drittens, den Standort Österreich nachhaltig zu stärken. Und viertens, die Schuldenquote Österreichs nach der Krise Schritt für Schritt abzubauen. Das war das Versprechen von Sebastian Kurz und das werden wir auch umsetzen. Zum ersten Punkt, die Entlastung der arbeitenden Menschen. Unter Berücksichtigung der bereits 2020 gesenkten ersten Einkommensteuerstufe entlasten wir im Vollausbau der Steuerreform die Bürgerinnen und Bürger mit jährlich mehr als 6 Milliarden Euro. Und damit fallen zwei Drittel der jährlichen Entlastung auf arbeitende Menschen und solche, die ihr Leben lang gearbeitet haben und nun in Pension sind. Das ist das größte Entlastungspaket in der Geschichte der Zweiten Republik, denn noch nie gab es in einer Steuerreform am Ende so viel mehr zum Leben für die Menschen in unserem Land. Die Maßnahmen im Detail, die Senkung der zweiten Einkommensteuerstufe von 35 auf 30% ab Juli 2022 bringt Steuerpflichtigen bis zu 650 Euro Entlastung pro Jahr. Die Senkung der dritten Einkommensteuerstufe von 42 auf 40% ab Juli 2023 bringt bis zu 580 Euro Entlastung im Jahr. Eine Reduktion der Krankenversicherungsbeiträge für geringe und mittlere Einkommen soll ab Juli 2022 beginnen, mit 1,7 Prozentpunkten. Davon profitieren besonders einkommensschwache Personen. Viertens, die Erhöhung des Familienbonus von 1.500 auf 2.000 Euro. Das bringt pro Kind und Jahr bis zu 500 Euro mehr am Konto und auch die Erhöhung des Kindermehrbetrags spiegelt sich mit 450 Euro wider. Hinzu kommt ein Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsmodell, das bis zu 3.000 Euro steuerfrei für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bringen kann. Damit wird den Österreicherinnen und Österreichern mehr zum Leben gelassen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zum zweiten Punkt. Umweltfreundliches Verhalten wird sich in Zukunft noch mehr auszahlen. Daher werden wir im Jahr 2022 erstmals eine CO2-Bepreisung einführen. Im ersten Jahr wird die Tonne CO2 rund 30 Euro kosten, ansteigend bis 2025 auf 55 Euro. Und ab 2026 soll das österreichische System in einen Zertifikatehandel übergeführt werden. Das ist ein gewichtiger Eingriff in das Leben der Österreicherinnen und Österreicher und wir werden die ökologische Wende in diesem Land nur mit den Bürgerinnen und Bürgern schaffen, nicht über ihre Köpfe hinweg, nur mit Verboten, Belastungen und Einschränkungen. Es braucht Anreize für jene, die umsteigen können und nicht Strafen für die, die keine Alternative haben. Wir müssen Rücksicht nehmen auf die tatsächlichen Lebensumstände der Menschen, denn klar ist, wer das Privileg hat, direkt vor einer U-Bahn-Station zu wohnen, der tut sich mit Klimaschutz natürlich leichter als Pendler am Land oder jene, die auf das Auto angewiesen sind. Daher werden wir natürlich jenen weiterhelfen, die das Auto brauchen. Und deswegen gibt es einen Klimabonus mit einer regionalen Staffelung. Je schlechter unter anderem die Anbindung an den öffentlichen Verkehr, desto mehr Geld wird es auch geben in Stufen von 100 bis 200 Euro. Damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, schaffen wir positive Anreize für umweltfreundliches Verhalten in der Zukunft. Das dritte wesentliche Ziel dieser ökosozialen Steuerreform ist es, den Standort zu stärken. Wir wollen den aktuellen Aufschwung nachhaltig gestalten, um Arbeitsplätze und Wohlstand in Österreich zu sichern. Daher setzen wir bewusst auch auf Maßnahmen, um die Wirtschaft anzukurbeln und uns im europäischen Wettbewerb auch abzuheben. In anderen Staaten wird viel diskutiert über den Widerspruch zwischen Ökologie und Ökonomie. Wir vereinen beides und setzen Anreize für Investitionen und Arbeitsplätze in Österreich. Unsere Maßnahmen im Detail dazu.
Die Unternehmen werden mittels einer Senkung der Körperschaftssteuer von 25% auf 23% nachhaltig entlastet. Einen Investitionsfreibetrag inklusive Ökologisierungskomponente von bis zu 350 Millionen Euro wird es ebenso geben. Steuerliche Begünstigung für die Eigenstromerzeugung bis zu 60 Millionen Euro wird es ebenso geben wie die Anhebung des Gewinnfreibetrags von 13% auf 15%, um eine auch rechtsformneutrale Entlastung bei Unternehmen zu ermöglichen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter können bis zu 1.000 Euro abgeschrieben werden und wir werden auch Maßnahmen setzen, um Unternehmen, die besonders im Wettbewerb stehen, hier nicht zu hart zu treffen mit einer Bepreisung. Deswegen wird es eine Carbon-Leakage-Regelung geben oder auch eine Härtefallregelung mit einer entsprechenden Rückerstattung. Hinzu kommt die Rückerstattung für die Mehrbelastung der Landwirtschaft, damit sie auch weiterhin nachhaltig produzieren kann. Denn wir alle sind stolz auf die Produkte unserer heimischen Landwirtschaft und wollen sie auch künftig genießen können, meine sehr geehrten Damen und Herren. Laut einer ersten Analyse von Eco Austria erhöhen wir mit der Steuerreform im Endausbau das Bruttoinlandsprodukt nachhaltig um 1% bzw. 4 Milliarden Euro pro Jahr. Die Summe der Beschäftigung steigt um mehr als 30.000 Personen. Und viertens, trotz all dieser Maßnahmen werden wir die Schuldenquote am Ende des Finanzrahmens Richtung 70% senken. Damit werden wir auch für kommende Herausforderungen, was auch immer sie sein mögen, gut gerüstet sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir starten mit diesem Budget die ersten Schritte der ökosozialen Steuerreform und den großen Umbau unseres Steuersystems. Von unseren Maßnahmen profitieren Umwelt, Standort und Gesellschaft und vor allem bleibt den fleißigen Österreicherinnen und Österreichern mehr von ihrem hart erarbeiteten Geld. Und ich bin überzeugt, dass dieser Weg beispielgebend sein wird für viele Länder in Europa. Die ökosoziale Steuerreform ist natürlich das große Projekt und das spiegelt sich auch in diesem Budget wider. Gleichzeitig geben wir den Ressorts aber Spielräume, um gezielt Schwerpunkte zu setzen. Und ich darf das an einigen Beispielen aus den Ressorts kurz erläutern. Zur UG 14, dem Bundesheer. Dieses wird im nächsten Bundesfinanzrahmen um 206 Millionen Euro mehr Geld erhalten. Darunter wird auch Vorsorge für die weitere Beschaffungen für das Covid-Lager und Massentests in einem Betrag von 20 Millionen Euro in 2022 geschaffen. Nicht nur Corona, sondern auch die Hochwasser im Sommer sowie der Terroranschlag letztes Jahr haben uns gezeigt, wie sehr wir auf die Hilfe des Bundesheers angewiesen sind. Deswegen werden das Terrorpaket und das Katastrophenschutzpaket im Jahr 2025 mit je 25 Millionen Euro fortgesetzt. Mit zusätzlichen 25 Millionen Euro jährlich kann Österreich nachhaltig bis 2025 einen angemessenen Beitrag zu den verstärkten Aktivitäten der Europäischen Union für Konfliktverhütung, zur Friedenskonsolidierung und zur Stärkung der internationalen Sicherheit im Rahmen der Europäischen Friedensfazilität beitragen. Zu UG 12, dem Außenministerium. Krisenlinderung und Bekämpfung sind nicht nur in Österreich wichtig, deswegen haben wir das Budget des Außenressorts im nächsten Finanzrahmen um fast 20 Millionen Euro gesteigert. Damit erhöhen wir unter anderem unseren Beitrag zur Flüchtlingshilfe. Darüber hinaus setzen wir Mittel frei, um die Staatsbürgerschaftsanträge von Holocaust-Überlebenden und Nachkommen von NS-Opfern zu beschleunigen. Zum Bundeskanzleramt UG 10, um ein aktives jüdisches Gemeindeleben in Österreich sicherzustellen, werden wir im Rahmen des Budgets für das Bundeskanzleramt in den nächsten Jahren 16 Millionen Euro ausbezahlen. Insgesamt steigern wir die Mittel des BKAs für 2022 gegenüber den letzten Finanzrahmen um 18,5%. Davon entfallen 55,4 Millionen Euro allein auf die Aufstockung der Deutschkursplätze im österreichischen Integrationsfonds. Und um Gewalttaten gegen Frauen vorzubeugen, werden wir im nächsten Bundesfinanzrahmen zusätzlich 22 Millionen Euro ausgeben. Zur UG 11, Sicherheit und Inneres.
Für den Schutz von Frauen vor Gewalt, insbesondere Schutz vor Gewalt innerhalb der Familie, werden auch die im Sicherheitsressort 10 Millionen Euro aufgestockt. Insgesamt erhöhen wir das Budget des Innenressorts über den nächsten Bundesfinanzrahmen um 236,4 Millionen Euro. Darunter wird unter anderem das Budget für das Antiterrorpaket um 120 Millionen Euro gesteigert, wovon die Hälfte für das nächste Jahr vorgesehen ist. Die Ausstattung und Ausrüstung der Polizei wird damit modernisiert und an neue Bedrohungsszenarien angepasst. UG 13, Justiz. Wir werden im Bereich der Justiz Mittel zur Umsetzung des Terrorbekämpfungspakets aufstocken. Mit einer Budgetsteigerung von insgesamt 172,1 Millionen Euro im nächsten Bundesfinanzrahmen wird das Ressort unter anderem von 2022 bis 2025 zusätzliche Mittel für die Terrorbekämpfung vorsehen. Darüber hinaus werden auch in dieser Untergliederung für einen besseren Gewaltschutz von Frauen bis 2025 mindestens 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Familie und Jugend, UG 25, passend zu dem vorhin genannten Schwerpunkt, wird auch in dieser UG für Familie und Jugend ein Teil des Gewaltschutzpaketes umgesetzt. Das Budget für Familienberatungsstellen und Kinderschutzzentren wird ab 2022 um 23% erhöht. UG 24 und 21, Gesundheit, Soziales, Pflege und Konsumentenschutz. In diesem Bereich, im Bereich der Pflege, der momentan sehr unter Druck steht, werden wir für 2022 3,7 Milliarden Euro ausgeben. Zudem sind für die Pflegeausbildung jeweils 50 Millionen Euro in den Jahren 22 bis 24 vorgesehen. Das Budget des Gesundheitsressorts UG 24 wird im nächsten Finanzrahmen um 6 Milliarden Euro erhöht. Für das nächste Jahr sind Auszahlungen in der Höhe von 3,2 Milliarden Euro vorgesehen. Neben der rückläufigen Vorsorge für die Pandemiebekämpfung und Prävention und die Finanzierung von Covid-19-Impfstoffen ist ab 2022 die Rückerstattung der Senkung der Krankenversicherungsbeiträge bereits budgetiert. Bildung, UG 30. Das Bildungsbudget wird im Jahr 2022 die 10 Milliarden Euro Marke übersteigen. Damit wird unter anderem die Digitalisierungsoffensive des Unterrichts fortgeführt und die psychologische Unterstützung an Schulen auch ausgebaut. Bis zum Schuljahr 2023/24 wird jeder Schüler und jede Schülerin der Unterstufe mit einem elektronischen Gerät ausgestattet werden. Zur UG 31, Wissenschaft und Forschung. Diese bekommt im nächsten Bundesfinanzrahmen 196,6 Millionen Euro mehr. Somit werden wir den Fachhochschulausbau weiter fortsetzen und ab dem Wintersemester 2022/23 jährlich zusätzlich 347 Anfängerplätze bereitstellen. Bei der Forschung werden mit zusätzlich 17 Millionen Euro schwerpunktmäßig in klimarelevanten Zukunftsbereichen wie zum Beispiel Wasserstoff mehr Geld investiert werden können. Bei der angewandten Forschung UG 33 und 34, diese klima- und konjunkturrelevante Forschung und Investition wird ebenso entsprechend unterstützt. Das Budget in der UG 33 wird über den nächsten Bundesfinanzrahmen um 72,5 Millionen Euro gesteigert, jenes der UG 34 um 291,5 Millionen Euro. Damit Österreich an den IPCEI-Projekten zu Wasserstoff sowie Mikroelektronik teilnehmen kann, stehen bis 26 insgesamt 250 Millionen Euro zur Verfügung. So können sich österreichische Unternehmen an europäischen Projekten und Kooperationen in wichtigen Zukunftsfeldern beteiligen. Zur UG 43 Klima, Umwelt und Energie. Im Zuge der ökosozialen Steuerreform wurde das Budget für Klima- und Umweltschutz bis 2025 um 5,9 Milliarden Euro gesteigert. Den größten Beitrag dazu liefert der regionale Klimabonus, mit dem die Einnahmen durch die CO2-Bepreisung direkt an die Menschen rückverteilt werden.
Darüber hinaus werden Förderungen für sauberes Heizen sowie Heizkesseltausch für die thermische Sanierung um insgesamt 320 Millionen Euro erhöht. Für die Förderung des Fernwärme- und Fernkälteausbaus werden bis 24 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Für die Schaffung von energieautarken Bauernhöfen sind im Zeitraum 22 bis 25 100 Millionen Euro vorgesehen. Zur UG 41 Mobilität. Das Budget der UG 41 wird über die gesamte Finanzrahmenperiode um 668,4 Millionen Euro erhöht. Darunter werden vor allem für die regionalen Klimatickets zusätzlich 430 Millionen Euro bis 25 zur Verfügung gestellt, Förderprogramme für emissionsfreie Busse und Infrastruktur werden mit zusätzlich 204 Millionen Euro gestartet. Die Finanzierung des ÖBB-Rahmenplans kommt noch hinzu, auch das ein wesentlicher Beitrag für die Zukunft. Landwirtschaft, Regionen, Tourismus, UG 42. Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft werden wir zusätzlich 16 Millionen Euro für den Schutz von Naturgefahren zur Verfügung stellen. Insgesamt steigern wir das Budget der Landwirtschaft und Regionen und Tourismus im nächsten Rahmen um 554,9 Millionen Euro. Darunter werden unter anderem zur Bewältigung der komplexen Herausforderungen im Forstsektor, wie zum Beispiel der Klimaadaptierung oder der Borkenkäferbefälle, insgesamt 350 Millionen Euro bis 2024 zur Verfügung gestellt. Für den Breitbandausbau werden bis 2025 zusätzlich 624 Millionen Euro zur Erreichung des Ausbaus dieser Ziele veranschlagt. Zur UG 40 Wirtschaft. Das Budget des Wirtschaftsressorts wird bis 2025 um 924,5 Millionen Euro gesteigert. Darunter werden für zusätzliche Digitalisierungsmaßnahmen in den Jahren 22 bis 25 weitere 42,3 Millionen Euro bereitgestellt. Außerdem stehen für IT-Projekte 22 und 23 weitere 10 Millionen Euro jährlich zur Verfügung. Schließlich zur UG 32 und 17, Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport. Zum Abschluss freut es mich sehr zu erwähnen, dass wir die Budgetmittel für den Bereich Kunst und Kultur über den nächsten Bundesfinanzrahmen um 90,1 Millionen Euro steigern. Damit sind die Mittel für die Generalsanierung der Festspielhäuser Salzburg und Bregenz sichergestellt und Zusatzmittel für die Kinderoper der Wiener Staatsoper auch garantiert. Auch die Sportförderung wird in den Jahren 23 bis 25 um insgesamt 51 Millionen Euro aufgestockt. Darüber hinaus sind für den MPO-Fonds zusätzlich 250 Millionen Euro für das Jahr 2022 vorgesehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses Budget, das wir Ihnen heute vorlegen, ist eine Ansage Richtung Zukunft für Aufschwung, Stabilität und Nachhaltigkeit für Österreich. Vielen Dank. Ohne Diskussion, ne? Ohne Diskussion.